Oh, der prallt ab. Aua. Können auch einfach ein kleines Stück weiter weg machen. Nee. Achtung. Das ist schon ganz cool. Also, schade, dass sie unsichtbar werden, aber ansonsten. Ah, ja. Ey, ist voll cool da zu stehen, da stand ich mit Mau die ganze Zeit. Du hast vergessen, dass du mit mir unterwegs bist und ich sowas anziehe. Was war das denn? Das ist Känguru auch tot? Nein. Ich glaube, das hat kein Damage bekommen. Ist der Vulkan ausgebrochen oder was? Ja, aber wir standen davor und haben uns das angeguckt und dann kam der Feuerball. Der Unsichtbare. Zum Glück habe ich mir eine Rüstung ausgezogen. Das wird mich jetzt belasten, wenn meine kaputt wäre. Ach so. Shit. Also die Hesser-Chest hat noch 3 Dura. Ja, zieh die an. Okay. Damit es nicht warm ist. Das kann jetzt ja nur schief gehen. Ich hoffe, der Vulkan ist fertig ausgebrochen, weil ja hier vorne liegt eine Leiche von mir. Hier bin ich reingelaufen, als der Vulkan noch mal ausbrechen war. Bin ich hier direkt am Eingang gestorben. Okay. Ja, dann brichst du nicht mehr aus. Okay. Oh, oh. Okay, jetzt müssen wir nicht rein. Oh. Okay. Gar kein Problem. Dreh der Maus. Ja, ja. Sitzt da jemand drauf? Gar kein Problem. Nee, oder? Okay. Ja, schmeckt die jetzt. Okay, wir gehen auf eine andere Schlucht, weil hier Fledermaus ist. Die Fledermaus wird uns komplett den Tag versauen. Du kennst das. Okay. Unten ist Nest. Und bei Nest ist Ei wahrscheinlich. Aber das Vieh ist super nah dran. Ja, das ist egal. Das ist ein Bob. Ja, der ist jetzt unmittelbar drauf. Ja, wenn er ein bisschen wegläuft, dann gehen wir rein. Okay. Kann also sein, dass du stirbst. Will ja nichts sagen, aber. Ich könnte halt mich krabbeln nach oben dann gleich. Wir gehen rein. Ja. Zwei Eier. Nimm mal das andere. Geh weg. Ja, die kommt, die schießt auf dich gleich von hinten. Darf ich jetzt? Weg. Ich hab's aber. Shit, 2 Runde, oder? Ja. Shit. Warte. Mal gucken, wo der hinläuft. Oh, der läuft weg, okay. Was müssen wir jetzt machen? Ins. Too cold, oh mein Gott. Ein Ei. Nimm einfach. Dann ist zu kalt. Nimm das Ei und dann komm hier vorne hin. Hier. Hier. Warte, ja, gut, du springst da hinten. Ja. So. Komm rein, komm. Jetzt geht's. Okay, das ist unter 2 das Ei. Lass erstmal sicher. Ja. Aha. Ich auch nicht kämpfen. Oh, der eine kommt aber ganz schön nah. Oh. Der ist direkt bei dir, ja. Ja, ja. Merk schon. Das war ein geiler Sprung. Liebe das Game. Jetzt hat er mich blockiert. Das war wieder ein geiler Sprung. Oh, es ist gut, ey. Alles auf Kamera, Kasten gerade. Ah, ich bin safe, glaube ich, hier oben. Okay. Hab 1700 Zement passt. Ich glaube, irgendwas über 1200. 162 ist es. Nice. Kann man scheinbar nur in der Smithy bauen. Also wenn du Fleisch hast, dann brauchen wir das auf jeden Fall auch noch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hier ist ein Ei. Nimm das Ei mit. Ich lauf weg. Ich hab die Akku gezogen. Nice. Ich hab 1 FPS, weil hier alle auf einmal grad schießen. 168. Na, GG. Bin tot. Das Känguru wahrscheinlich auch. Wow, lächerlich.
Hier sind Parachutes. Ja, ich mach auch noch welche. Achso. So. Musst du mal hinschauen. Eier, die waren noch 200 HP. Ja, der hat jetzt erstmal Pause. Ja. Achso, ich dachte, direkt weiter jetzt. Achso, ja. Let's go. Da lang. Ich weiß nicht, ob das von der Höhe her passt. Vielleicht können wir hier auf dem Kristall rechts landen, auf dem lilanen. Ich ungefähr callen, wo meine Leiche ist. Ich glaube gerade mal ein bisschen runter, dass ich hier drauf lande. Nice. Das ganze Holz reingepackt zu dir. Okay. Cool. Meine Leiche ist bei dem Magma-Vieh da unten, direkt an seinem Kopf. Was da so steht? Ja. Hä, da ist auch meine Leiche. Nein. Da bin ich gestorben eben. Dann würde ich jetzt da runterspringen und versuchen, die Akku irgendwie... Also ich würde einfach mit dem Fallschirm so ein bisschen über die fliegen. Ich probiere es mal einfach mal. Versuch mal... Ja, okay. Am besten vielleicht in Richtung Lava-Elementar locken, dass der... Weil der Wenderadius ist halt scheiße von den Viechern. Deswegen, wenn du den halt nach vorne lockst, ist gut. Dann kann ich meine Leiche looten. Er spuckt doch schon erst wieder direkt. Kann ich kurz den Rex haben, Greta? Ja, klar. Dann ja. Ich hab grad ein bisschen was gefahren. So, ich nehme mich mit. Nice, das ist gut. Siehst du gut weg. Das war gut. Hab mein Stuff. Nice. Ich lauf weg. Gut, du bist ein bisschen überladen. Oh, Tetch kann ich. Ich hab eine Fledermaus am Arsch. Komm. Ist halt doof, dass du deine Leiche nicht sehe. Ich renne gerade ziemlich rum und die treffen mich nicht. Ich bin jetzt einmal durchgegangen und lebe noch. Das ist doch am Höhleneingang, oder? Nein, das ist weiter hinten. Echt? Oh, der Vulkano bricht aus. Nein. Das ist am Höhleneingang, Alter. Ich bin ja an deiner einen Leiche da. Die... Das ist nicht... Nein, ja, also ja, ich... Keine Ahnung. Lauf mal raus aus der Höhle, außer Ränder, damit das Känguru nicht stirbt. Okay. Wenn es geht. Weil jetzt ist wieder Ausbruch hier. Vulkan. Ich meinte, so könnte man halt doch einfach sagen, wir machen schnell mit den Tech-Rexen von Sidir her und räumen da einfach auf und heben deine Leiche auf. So, Mission Eier. Mission Ei holen. Und hier auch Betten? Ja. Aber also, weiter hinten. Also kommt der erste Gegner. Skorpion. Also 2000 Stamina ist echt zu wenig mit Rex. Boah. Da sind ja Lava-Golems, what the fuck? Können die Lava-Golems, wandern die einen auch ohne? Nein. Okay. Aber bitte nicht fighten, die tanken euch komplett weg. So, ich bin da. I'm going. Okay. Der ist, glaube ich, stuck, der Golem. Der kann halt nur werfen. Die machen schon einen Schaden. Links die Spinne. Ja. Bevor unsere Schnauze laufen. Ja. Okay. Ja, der schießt jetzt, oder? So schnell das Magma-Vieh killen. Drauf und Magma-Vieh ist das Kill. Jetzt den ganzen kleinen Ads hier. Hab mein Stuff. Wir rennen raus. Ich versuch's. Oh, der schießt da vorne. Scheiße. Ja, ich bin safe. So okay, so dann lass raus zu dir. Lass beißen und rausrennen. Ja, wir sollten den Magma hier noch killen. Ne, ich glaube, der killt mich jetzt. Der killt mich jetzt wahrscheinlich. Ja, geht gerade nicht. Okay, lass probieren. Ich kann ich Aggro pullen. Okay, jetzt dreh dich. Ja, die Spinnen muss man noch down machen, weil die slowen. Ich hab beiß in dich rein. Ein Golem habe ich Aggro. Okay, doch nicht. So, jetzt weg. Slowt nichts mehr. Versuch den Golem zum Aggron. Ne, ist alles gut, renn raus. Wir haben noch genug gleich. Alles gut. Ja. Mate Boost und so, das passt schon. Okay, war gar nicht mal so weit rein, wie ich dachte jetzt. Geile Rettungsaktion trotzdem. Jo. Nice. Kommst mit, Apollo.
Uff, wirst immer größer. So, eine Stunde noch. So, und... Und unsere? Guck mal dahin, wo ich gucke mit der Spinne. Mhm. Ganz, ganz oben da. Mhm. Da habe ich eine Hütte angefangen. Oh. Und so, von der Fundamente gesetzt. Und die Idee wäre halt, dass man halt wirklich komplett vertikal das alles irgendwie nutzt. Nur falls dann irgendwie mit Klippenplattformen und so weiter, weißt du? Mhm. Und hier unten am Fuß von dem Felsen würde ich halt jetzt die erste Plattform setzen und dann Step by Step vielleicht ein bisschen die Breite und vor allem auch in die Richtung gehen, wie das Teleportpunkt ist, dass man dann irgendwann das als Brücke auch nutzen kann vielleicht. Ah, cool. So, gut. Platzieren wir mal. Mhm. Ah, die Plattform hast du gar nicht bei mir reingetan jetzt. Doch? Nee. Wie nee? Nee. Und bei dir drin? Wo denn? In deiner Spinne? Nee. Doch? Nein. Hä? Komm mal zu mir. Ich sehe das doch, seh dir, die sind da nicht drinne. Komm her, wo habe ich es denn sonst hingetan? Weiß ich nicht. Hä? Guck. Wo sind die hin? Weiß ich nicht. Quickslot. Ah, ich habe die in der Quickslot-Leiste hier. So, geht da mal kurz weg eben. Ich? Ja. Bumm. Sieht eigentlich gut aus, oder? Dann noch 300 Leben. 300, 100, 100. Was ist das? So hier? Okay. Also, das sieht ja aus wie angegossen, glaube ich, manchmal vergangen. Das sieht gut aus, Leute. Oh, das in der Mitte da war nicht genau überlappt. Was? Genau in der Mitte, da ist nicht so. Da ist so ein kleiner Abstand. Was? Kannst du ihn wieder aufheben? Ehrlich? Soll ich jetzt wirklich aufheben? Ja, wenn du kannst, dann heb nochmal schnell auf. Da ist so ein Millimeter in der Mitte, der ist nicht richtig. Zu spät. Ach, schade. Oh, da wollte ich auch hin, Timmy. Danke. Das ist ein Konstruktionsfehler von der Plattform, ey. Das ist perfekt platziert. Ach so, okay. Und dann. Zu dir? Ja. Ja, guck mal, hier ist perfekt. Das sieht aus wie eins. Und hier, das ist auf der einen linken und rechten Seite genau gleich, dieser Schlitz da. Nur kurz die zwei Plattformen. Guck mal, hier, das sieht aus, das ist perfekt, Leute. Das geht nicht besser. Das hab ich richtig gut gemacht. Ja, und du bist unfähig. Du bist ein Guter. Hey, Tim, komm. Lern erstmal Magma ausbrüten. So. Oh, das war gut. Den Damage-Wert. Guck mal, hier ist unsere kleine Pre-Base. Ist halt schon ganz schön weit oben, ey. Sieht man die Plattform von hier? Yo, man sieht die sogar. Wie geil. Ich guck erstmal, ob ich jetzt hier von da hinten setzen kann. Ansonsten wäre es natürlich alles für den Arsch. Kann ich. Ach, die snappen da sogar rein in das Ding. Wie geil. Ach, cool. Soll ich mal versuchen? Ja, probier mal. Gut. Moment. Analyse. Ich meine, hier sieht man es ja ganz gut. Es müsste theoretisch 1-2 cm nach links. Ah, okay, ist nicht so gut. Aber dann können wir ja noch aufheben. Ja. Ah, das wird richtig cool hier, Leute. Guckt mal, das wird fett. Wenn wir uns dann hier nach oben dann noch bauen. So. Hier können wir dann die ganzen Dinos abstellen. So gut, oder? Ja. Ja, da kann ich nicht meckern. Richtig gut. Doch. Ja, sieht okay aus. Okay, dann probiere ich auch mal so. Ich meine, man kann sich ja hier anorientieren. Ja. Ja. Sehr viele Orientierungspunkte an sich. Warte mal. Ich würde das mal platzieren, du musst in der Mitte gucken. Ich muss, glaube ich, noch ein Stück nach links. Okay. Ich gucke am besten hier drüben dann. Das hier sieht okay aus. Ja, kann man machen, oder? Das sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Wobei es schon Sinn machen würde, eigentlich hier oben irgendwie, Base. Weil dann wirklich die Ressourcen da sind. Und unten halt vor allem die Dinos dann lagern. Schön kann man es ja unten immer noch machen mit kleinen Hütten, ich weiß es nicht. Meine Frage an euch, was ist euch lieber? Schnell eine Leiter hoch oder auch mal so eine Treppe, die cool aussieht, hochlaufen? Auch mal eine Treppe. Viel cooler. Hä? Also wir können halt so machen,
Und so. Ich glaube, das würde cooler aussehen. Du kannst die Foundation noch als Block machen, ne? Mach ich doch schon die ganze Zeit gerade. Ach so. Mammut? Dankeschön. Nice. Okay, Tim, brauchst nicht mehr kommen mit dem Terry. Jemand aus einem anderen Tribe hat mir jetzt was gegeben zum Holz. Na gut. Mist. Ich glaube, Tim, wir brauchen dich wieder. Nee, was schon. Ich warte, bis es wach ist. Das wird ja nur irgendwie ein paar Stunden dauern. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber ich kann es bedenken. Das ist auf jeden Fall viel Spaß mit dem Chat. Wenn wir die nochmal angucken, wie die aussehen. Gehen die doch steiler runter? Oh, das wird knapp. Ey, mir kommt es halt echt so vor, als würde das steiler runtergehen. Das geht steiler runter. Die hier geht deutlich steiler runter als die Treppe da. Ich mach nochmal linksrum an. Yo, ne, dann müssen wir mit denen arbeiten, Leute. Die sind viel geiler. Und die sehen besser aus. Okay. Ich glaube, die sind sogar billiger, die Treppen, jo. Tatsächlich. Gut, Mutti. Oh, danke schön. Gott sei Dank. Ist auf dich verlasse, ey. Zieh dich hoch. Yeah. Okay, passt, glaube ich. Also wir haben jetzt erstmal noch Wichtigeres zu tun, so genau genommen. Will ich die Treppe noch weiter runterbauen. Aber hätte ich Bock drauf, ey. Ah komm, das sieht doch schon ganz schick aus, so. Also es soll halt so ein bisschen so aussehen, als es würde das Ding jeden Moment auseinanderbrechen. Das ist doch geil. Ich find's cool, oder? Muss ich nur aufpassen, wenn mir runterrennt. Glaube ich, man springt hier mal ein bisschen. Das ist spannend. Aber es geht. Das Wichtigste ist vor allem, dass es bergauf geht. Timmy, der Terry ist super. Pass hier auf den auf. Das waren 2 Stunden. Ich fahr mir nur Holz. Was soll ich denn machen hier? Weiß ich nicht, du bist ein Kacknub. Du schaffst das schon irgendwie. Ah, okay. Hast auch wieder recht. So, also bis dahin haben wir uns bisher gebaut. Uff.